Hi. Boah, warum beginnen die Hälfte meiner Folgen damit, dass ich einen fucking Voice Crack bei der Begrüßung habe? Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Okami HD. Wir sind inzwischen in der Mondhöhle angelangt, in der wir jetzt versuchen, Orochi zu treffen. Vorher müssen wir aber einige Erledigungen machen und den Typen hier aushelfen, um die Zeremonie für Orochi vorzubereiten, damit wir auch hin können. Läuft bei uns, schätze ich. Und natürlich, wartet. Hört auf die Maske. Sub. Das ist wichtig. Ich habe schon gesehen, dass irgendwo ein Schlüsselloch war. Da hinten war ich auch noch nicht. Da muss ich später noch hin. Hier brauche ich den Schlüssel, den der Koch mir gegeben hat, als ich ihm zugestimmt habe, ihm zu helfen, um einige Zutaten zu finden. Ich gehe jetzt aber erstmal hier hinten rein. Da warst du in der letzten Folge. Oh, da kam ich her. Das ignorieren wir jetzt mal, wir gehen weiter. Warum braucht man hinter einer Steintür noch ein Gitter? Warum nicht? Warum schon? So, und jetzt sind wir wieder in einem eher höhlenartigen Bereich. Anders als vorher, der Punkt hier sieht komisch aus, aber da ist offensichtlich nichts. Ja, 4 Zutaten müssen wir finden. Ich weiß nicht mehr auswendig welche, aber ich bezweifle, dass wir andere finden. Und jetzt mal schauen, ob du das in der Luft Rebenzeichnen drauf hast. Als... Oh... Pass auf, wo du hintrittst. Hä? Willst du mich flachsen? Erstmal hoffe ich, ich kann bestimmt doch... Hä? Ah, jetzt muss ich erst anfangen, mit mir in der Luft zeichnen, oder? Ich hab mich grad schon gewundert. Ich kann die Kamera nicht gescheit drehen, um da drüben hinzukommen. Natürlich, wo sollte ich verkacken, wenn nicht beim letzten? Ergibt doch Sinn. Warum war es so klar? Ich frage mich halt gerade, wie man zu dem einen an der Seite hinkommt. Kamera drehen, bevor man zeichnet. Stimmt, ich vergesse immer, dass man das während der Ansicht auch kann. Und dafür bekomme ich... ein bisschen Nahrung und hier ist ein wegsprengbares Loch in der Wand. Mit einer Knospe und in dieser Knospe finden wir Vergeltung. Ah ja. Ach stimmt, das Seite ist ja auch noch. Und irgendwie sieht das hier hinten komisch aus. Was machen wir jetzt? Obwohl das ist hier an jeder Seite, das sieht aus wie Türen. Okay, ich kann von hier dahin. Ich kann von hier auch dahin. Und damit bin ich hier durch. So ein Ding habe ich noch nicht gesehen, oder? Guck dir mal diese Augapfellaterne an, Emmy. Ich traue dem Ding kein Stück über den Weg. Das kommt mir nicht ganz koscher vor. Ich würde mich besser fühlen, wenn wir es irgendwie schließen könnten. Warum glaube ich, das müssen wir, wenn ich mal so auf diese Tür da gucke? Ich muss nur rausfinden, wie. Also die einfachste Methode wäre natürlich... Wirklich? Oh Gott, ich glaube, ich sollte in diese Richtung laufen. Und hier haben wir dann auch wieder ein Kampftor. Mal kurz hier hinten gucken, weil why not? Und dann auf in den Kampf.
Ja, die Dinger sind ja absolut kein Problem. Oh Gott, dich gibt's ja noch. War das zu früh vielleicht? Definitiv. Und damit haben wir auch das Ding besiegt. Und das war es auch schon mit dem Kampf. Also die sind echt hier noch mal einfacher als sonst, habe ich das Gefühl. Und lass mich raten, hier ist die erste Zutat drin. Genau. Ja, das ist Nummer 1 von 4. Und jetzt muss ich denselben Weg wieder zurück, oder was? Aua. Oh Gott. Aber es geht in Ordnung mit dem Zeichnen in der Luft, finde ich. Oh Gott, sag ich und hatte gerade keine Tinte mehr. Alles klar, wo kommt das Wasser her? Ich meine nicht, dass ich mich beschweren will, aber logisch ist das nicht. Ja, ich bin in der Wassersäule. Dann muss ich wohl hier weiter. Hoffentlich finde ich hier dann gleich eine zweite Zutat. Ach ja, klar, wir haben ja noch ein paar Ebenen weiter oben, die wir theoretisch auch noch brauchen könnten, ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich kann hier schon mal... Okay, ja. Übrigens, das war jetzt die einzige Sprungblume im Spiel als Abkürzung. Hä? Direkt unter dir ist die. Oder ist die schon da? Nö, offensichtlich nicht. Warte. Kann ich das Wasser irgendwie da lang zeigen? Bei den Stellen kannst du nur gerade zeichnen, natürlich. Ja, deswegen überlege ich gerade, wie ich da hinkomme. Und warum hat mir das Wasser da unten nochmal so gezeigt? Das hat nichts gemacht. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier genau machen soll. Ich denke mal, wenn ich hier lang gehe, wird es nicht so falsch sein. Zerbrechlich, oh nein. Hä, brauche ich hier schon? Ich brauche hier schon die Feuer-Ability. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das sicher auch nicht geplant, dass das hier kaputt geht. Aber doch, bloß erst auf dem Rückweg anscheinend. Oh, und ich bin direkt beim nächsten Tor gelandet, lul. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Und hier steht wer. Ich kann mir keine langweiligere Arbeit als diese hier vorstellen. Wenn ich das Signal höre, dann öffne ich die Klappe an der Wand. Und wenn man mir sagt, dass ich sie schließen soll, mache ich das Tag ein, Tag aus. Ich bin nichts weiter als eine kleine Schraube im Getriebe. Das ist schön für dich. Gib das Signal mit dem Bambuswasserspiel. Ja, dazu brauche ich erstmal Wasser. Aber das könnte ja kommen, wenn... Okay, das sehe ich jetzt gerade. Aber wenn ich das hier mache, kommt das ja vielleicht... Ich sehe schon. Der Gegner ist immer noch keine Bedrohung. Man bringt keine Bonus, der auch toll. Joa.
Ich habe meinen Siegestanz in letzter Zeit nicht oft genug gemacht. Und wer hätte denn damit gerechnet? Wasser! Oh, und 30 Glück. Eine neue Zutat gibt's aber nicht direkt, schade. Ja, ich denke mal, von hier oben ist das mit dem Winkel her ganz gut. Warte, muss das... Nee, das muss hier hin, ne? Ja, der Winkel war perfekt, aber hey, es klappt. Und jetzt fluten wir den ganzen Raum, oder? Ach nein, wir lassen Wasser aus der Mitte ab. Und den ganzen Raum. Oh. Aha. Ja gut. Was muss ich jetzt machen? Ich denke mal, ich kann jetzt... Komme ich da drüben rein oder muss ich einen Weg da hinten? Ja, hier ist ja sogar das Ding. Dann ist jetzt ja die Frage, kann ich da hinten hin? Ich guck's auf jeden Fall nach. Also mit Seerose und Walljump denk ich schon, ist das möglich. Oder nee, das wirkt ein bisschen hoch. Nee, tut's nicht, aber ich muss hier anscheinend später hin. Hier brauche ich zumindest offensichtlich die Fire Ability. Stimmt, wann bekomme ich die eigentlich mal? Wäre mir langsam mal ganz recht. Ich glaube, auch so ewig dürft's nicht mehr dauern. Also, wie ich hier wieder rauskomme, ist ja... ganz klar, wenn man hier das Ding sieht. Wo wir gerade Zeit haben, möchte ich natürlich noch einmal auf diese Maske verweisen. Hä? Erstmal beginnt hier einfach ein Kampf und noch dazu ist er so unfassbar schwer. Dafür gibt's auch noch 2000? Ja, das hab ich weiß. Naja, dafür, dass ich gefühlt gefurzt habe, um zu gewinnen. Hä, fühlst du das auch? Der Wind weht von hier unten hoch. Okay. Was ich gesehen habe, ist schon wieder... Ich denke mal, ich muss zumindest warten, bis das Auge offen ist mit dem Schlagen. Da ist zwar so ein Dach, aber sollte ich da hin? Oh mein Gott, fall dir das mal rein. Das Wasser auf dem Grund sieht giftig aus. Nicht mal du hast eine Chance, wenn du da reinfällst. Ich glaube, damit ist gemeint, mach's nicht. Und wenn mir das so gesagt wird, dann mach ich's auch nicht. Ach, hier ist jetzt eine Springblume. Man muss den richtigen Moment drücken. Ach so, ja. Und der ist logischerweise, wenn man unten... Und wie hat das jetzt nicht geklappt? Danke. Also, hier oben sind wir ja gerade reingegangen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Hä? Und wo bekomme ich... Muss ich doch unten reinspringen? Weißt du noch, was direkt über diesem Loch ist? Gibt der Typ mir jetzt schon was, oder? Jetzt, wo das Wasser unten verschwindet, bin ich doch überrascht, wie tief der Schacht ist. Ich kriege auf einmal so weiche Knie. Der Aufzug wird unten auf dem Grund zerschellen, wenn ich diese Kurbel nicht festhalte. Also, lenkt mich nicht ab, klar? Oh, der lässt sich davon nicht beirren, der Kick. Wie weit noch?
Ah, sieht aus, als wären wir fast da. Moin. Ich bewach die Tür hier. Junge, ich lieb diesen Job, das macht das Leben erst lebenswert. Hab neulich einen besonderen Mechanismus in die Tür eingebaut, jetzt ist es wirklich schwer, sie zu öffnen. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Das ist schön für dich und schön mit dir übrigens. Ich mag dein Lagerfeuer nicht. So. Also, hier... Ist es dein Ernst? Ich dachte, hier sitzt vielleicht wieder so ein... Zwischenboss. Ja, nee, Zwischenboss ist es nicht, nur ein paar Cats. Sorry, ich will schon treffen. Ah, da fliegt noch einer. War's das schon wieder? Also jetzt mal im Ernst. Schwer ist der Dungeon bisher nicht. Okay, komplex ist er halt. Und die. Was erwartest du? Nichts in dem Hauptspiel ist schwer. Wie treffe ich die gescheit auf einmal? Wie? Die müssen ja eigentlich ziemlich genau auf einer Linie hier liegen, wenn ich das schaffen will. Oh, wie hat das jetzt zwei getroffen? Hä, wie hat das die da unten nicht getroffen? Oh, vor allem sind die jetzt außer dem Rhythmus. Wie trifft das nur die da oben? Seht euch das an, das hätte eher da unten die getroffen als den da. Soll man das so machen? Nee, oder? Weil das geht offensichtlich nicht so. Hier, wenn du mir nicht erzählst, dass das die da unten trifft. Ach, jetzt auf einmal. Natürlich, jetzt wo ich sage, wer hätt's gedacht. Ach, bekomme ich endlich meine Ability? Sieht zumindest sehr danach aus. Hä, was ist mit dieser feisten Statue? Es ist wirklich ganz schön kalt hier. Das ist keine gewöhnliche Cat hier, das ist irgendwie unheimlich. Ich wette, es ist ein Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Zwischenboss. Ja, normaler Gegner. Ein sehr seltsamer Gegner. Ah, ich hab doch gesehen, dass er... Okay, jetzt hat er kein Eis mehr. Und das muss ich nutzen, was ich mich gerade frage. Ja, wenn man das aus der Nähe trifft, ist der Multi-Hit von den Perlen stärker als die Standardwaffe. Natürlich kann man mit der dann noch hier Kombos machen, aber wenn man irgendwie nur noch einen Hit landen will oder so, ist das halt deutlich stärker. So, die Statue von Arktos, der gerade raucht, ist frei. Ah, nee, das brennt, das ist... Lavados. Dieser Phönix ist nur eine Statue, stimmt's? Ich meine, es sieht aus, als ob er jeden Augenblick abheben würde. Warum glaube ich... Ah, ja. Wir sehen mal wieder in einer Höhle eine Sternkonstellation. Das ist halt wieder die Logik am Start. Ist das nicht ein Punkt weniger als die letzten Male oder soll ich hier auch noch nachgehen? Ja, sollte es. Ja, könnte ein Phönix sein, würde ich jetzt schätzen. Wer hätte es gedacht, es ist ein Phönix. Mit einer Pfeife. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unserer Mutter. Hierher, verbannt von den Kräften der Finsternis.
habe ich viele Jahre in dieser Höhle verbracht. Die Zeit verging aber. Ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, in der mich hier band, gebrochen. Ich, Monogami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Brenne eine Quelle des Lichts in die dunkle Finsternis. Nee, ich will eigentlich zur hellen Finsternis, weißt. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Und immer dieser schöne, was juckt's mich, Gesichtsausdruck. So, und jetzt hätte ich gedacht, hier einen Pinselgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Moegami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott. Seine Technik, die als Inferno bekannt ist, verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll unser erstes Opfer sein? Das Eis da! Also, Inferno basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich zeichnen. Das überrascht dich jetzt ganz bestimmt, weil du das nicht schon letzte Folge prediktet hast. Seht ihr, wie gut ich bin? Krass, das ist eine gute Technik. Das wird vielleicht nur ein paar Schuppen von Orochi absenken, aber... Deine Untergebenen, ne? Geil! Ja, damit können wir hier raus. Hä? Wo kommt jetzt der Aufzug her? Wie solltest du eingehen? Und das sehe ich. Warum sind da Tsuchimi in diesem Eis eingefroren? Weil du Geld bekommst. Krass. Und ein Tintenstein. Ja, habe ich noch gefunden, das Secret. Hey, ist schon lange her, dass hier jemand vorbeikam. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die Kurbel zu rosten anfangen würde. Nun, hoch! Schneller! Zieh! Jetzt mach schon! Sag mal, wofür wirst du denn bezahlt? Los! Wir haben eine ewige Zeit, wo wir gerade Zeit haben. Hört doch gerne auf mein Face Shield und abonniert den Kanal. Und du arbeite! So. Es ist immer wieder schön, minder bezahlte Gastarbeiter anzuschreien, weil sie ihren Job schlecht machen. Habe ich recht? Und hier ist gleich das nächste Tor und vielleicht endlich mal die zweite Zutat. Wow, jetzt sind hier gleich zwei von den Viechern. Und warum glaube ich? Warum glaube ich, das hättest du auch mit einem Pinselstrich schaffen können? Okay, ich wusste halt nicht, ob man die auf einmal damit treffen kann. Hä? Ah. Und warum glaube ich, dass sie irgendwie etwas seltsam? Wo ist der andere? Der ist schon durch irgendwas anderes gestorben. Hä? Ich hab ihn nicht angegriffen! Vielleicht, weil du ihn so häufig vorher auf die Fresse gegeben hast. What the fuck? Der andere war auf einmal weg. Und ja, das sind die Lippen aus Eis. Eine weitere Zutat für Orochis Vorspeise. Digga, jetzt mal merkst, der Typ stellt solche Ansprüche. Ach, das ist die Küche hier wieder. Servus, kann ich ja mal kurz Bericht erstatten? Freut er sich bestimmt. Ah, was haben wir denn hier? Du hast mehr als eine der Geheimzutaten gebracht. Wow, du bist gut. Ich hatte es einfach gewusst, dass du ein guter Assistent sein würdest. Das war nichts, aber wir haben es ein bisschen eilig. Ja, hier die Leber und die Lippen. Hey, mit jeder Geheimzutat, die ich hinzufüge, soll meine Liebe für Lord Orochi wachsen. Das ist schön für dich. Ich save mal kurz. Die Folge ist aber noch nicht rum. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Oder warte, hier ist doch bestimmt, wenn das schon so auffällig... Hier ist nirgendwo Feuer. Aber hier oben hatte ich doch Feuer gebraucht, ne? Änder die Kamera doch nicht. Hier hinten, nee, einen Schlüssel habe ich da gebraucht. Wo gab es denn noch Orte, wo meine Fireability... Ja, wie wär's mit hier? Wer hat die Brücke nochmal kaputt gemacht? Du bist wirklich schwerer, als du aussiehst. Mit deiner Macht wirst du wohl mit einer kaputten Brücke fertig, aber...
Warum machst du vorher nicht erstmal eine Diät? Willst du mich verarschen? Naja, eigentlich muss man schon zustimmen. Du hast bestimmt schon genug Zeug gegessen, um 5 Wellen zu füllen. Das stimmt. Andererseits, so, ich bin am Zeug bei Avatar, hast du ja nicht mehr Geld abgemacht. Da ist ja sofort das nächste Ton, noch ein neuer Gegner. Ah, dasselbe, aber Feuer. Und es ist ein Auge und kein Mund. Und stimmt, wir brauchen ja sogar noch sowas wie einen flammenden Augapfel. Was ich mich gerade frage. Ja, das geht. Hä? Oder? Wie gesagt, die sind wirklich seltsam. Hä? Jetzt ist er tot? Ja, die sind sehr seltsam. Vielleicht hast du noch vergessen, wie er Feuer löscht. Stimmt, ich kann ja Wind nutzen, lol. Ich denk da immer an Wasser und hab mir gerade gedacht, hier ist ja gar keins. Ja. Übrigens, das ist der Konter gegen dir, um an die Dämonenszene zu kommen. Sehr schön. Auf jeden Fall haben wir gewonnen und bekommen anscheinend direkt die dritte Zutat. Ja, den Augapfel aus Feuer. Die dritte von 4 Zutaten für Orochis Vorspeise. Und den Weg weiter mit dem Schlüssel. Und wo ist hier Feuer? Irgendwie muss mit den Kugeln hier doch was gehen. Die waren jetzt schon an ein oder zwei Stellen, wo man Feuer braucht. Aber ich glaube, mit denen kann ich noch nichts machen, was natürlich ein bisschen stinkt. Aber naja, zumindest... An der Stelle kann man schießen. Echt jetzt? Du kannst dich in die Tür stellen, die Kamera perfekt einstellen und dann die Truhen öffnen. Mit Hilfe der Fackel hier vorne. Und wie soll man das mit der Kamera... Ich meine, das ist so... Und du musst die Sachen schwer einsammeln, bevor die Truhen hier einfrieren. So ein Bullenhorn, aber bei dem in der da hinten in der Mitte sehe ich echt nicht, wie man das machen kann. Ich habe ja ein paar Hörner geschafft. Du kannst ja auch schön mit der Kamera rumspielen, wenn du im Zeichenmodus bist. Ja, die Kamera ist ranzig gerade. Ja, das passt. Da bekommen wir krassen Alk. Aber natürlich nicht so krassen, wie wir hier schon dabei haben. Reicht das so? Tatsächlich. Exorzismus L. Habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Ja, aber irgendwas, das man mit diesen Feuerkugeln machen kann, muss man ja auch noch in diesen Dungeon bekommen. Ich weiß ja, dass man... Ist Orochi salzig, weil es so lang dauert? Das war Orochi, kein Zweifel. Hört sich an, als wäre er hungrig oder sowas. Oh nein, vielleicht konnte er nicht mehr auf die Vorspeise warten. Er hat doch nicht die arme Kushi als erstes gefressen, oder? Nee, Digga. Der ist sich anscheinend ja zu fein ohne seine Vorspeise. Der, was denkt er sich, wer er ist? Einer der höchsten. Oder ich sag, der Anführer des Mohon hier. Ja und? Wen juckt das? Raus! Was zur Hölle ist das hier? Das sieht weniger bequem aus. Oh, Geld, jetzt sieht's doch bequem aus. Steht der Name von dem Ort. Hier ist Geld, ich nehm's zurück, es ist alles super hier. Das hier ist Schädeldünen, nicht mit dem Ball spielen. Was ist mit dem ganzen Sand, der von der Decke bröselt? Wir sollten ja lieber ganz vorsichtig sein. Ja, ich will gerne nicht in Treibsand fallen. Tatsächlich, das habe ich im Internet herausgefunden. Es gibt hier einen Schatz, den man nur erreicht, wenn man in den Treibsand fällt. Aua. Aber ich weiß ja, dass hier keine wertvollen Schätze sind. Und was? Keine Story. Aber es gibt schon ein paar, die auch nichts an dir nachdenken. Was soll ich mit dir machen?
raus mit die Fischer. Schü. Das ist keine Physik, Leute! Den kann nicht einfach hier drüber rollen! Ich habe jetzt auch keinen. Ich guck erstmal weiter, wofür ich das brauchen könnte, bevor ich es mitschleppe. Du brauchst das, um die gesamten Fackeln anzuzünden. Oh Gott. Aber wo? Hä? Ich dachte, ich hätte einen Pfad für eine Sekunde gesehen und das Ding muss ich da lang schieben, oder was? Ist doch komplett gerade. Ja, aber das Ding bewegt sich gefühlt nicht. Was soll ja auch nicht schieben, was soll da? Ja, eben! Und selbst da! Das ist immer noch nicht Physik. Jetzt bleibt es da stehen. Aber hier, das bewegt sich halt nicht, das Ding. Kann es sein, dass das Ding null beeinflusst wird von sämtlichen Untergründen? Kann sein. Ja, jetzt muss ich auch mal gucken, was hier gewollt ist. Das Auge geht nicht mehr auf. Ist der Pfad unsichtbar, oder was? Zwei Möglichkeiten. Entweder du rollst die Kugel einfach drüber oder du nutzt Wind. Ich hab doch keine Gespenster gesehen, oder? Auf Deutsch ist der Pfad an sich relativ gerade. Ah, danke. Wenn die Kugel jetzt resettet wird. Danke. Und dahin muss die, denke ich mal. Hier wächst eine Pflanze. Klar, erzähl das wem anders. Den Eisenverlöcher muss man sich dann runterfallen lassen. Weißt du aber, wenn er macht, dann wird sie gemacht hast. Ich mach das wahrscheinlich überhaupt nicht. 5500 Yen. Na und? Oh, Scheißteil. Das Ding wird halt wirklich von keinem Untergrund beeinflusst. Das rollt einfach fröhlich weiter, egal was passiert. Und dieser Raum ist fucking nervig. Es gibt noch eine Stelle, die ist nerviger. Wirklich. Aber nachher ist sie kürzer. Deutlich kürzer. Ja, jetzt noch die größte Herausforderung. Treffen. Danke. So, und jetzt gehen die Dinger an. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wo ich damit hin soll. Steht eine Truhe. Den Ort, an den du denkst, der ist optional. Echt? Gibt's da irgendwas Sinnvolles? Wenn dann auch wieder Schätze, die ein paar Yen bringen. Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall war es das jetzt mal mit dieser Folge von Okami HD. Wenn's euch gefallen hat, hört auf das Face Shield. Lasst ein Abo auf dem Kanal, da sofern noch nicht geschehen. Likes sind natürlich auch appreciated. Bis zum nächsten Mal und ciao.